Gnade und Friede sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Das Wort Gottes, das in der Predigt ausgelegt wird, ist aufgezeichnet beim Propheten Jesaja im 63. und 64. Kapitel. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten, wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest hinab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, dass wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Und dass man von alters her nicht vernommen hat, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, ein Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Lasst uns beten. Ewiger Gott und Vater, segne uns durch dein Wort. Öffne unsere Ohren und Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, wo ist Gott manchmal? Warum greift er nicht ein? Diese Frage kann man ja doppelt stellen. Manchmal angesichts der großen Weltlage, der großen Politik. Warum schweigt Gott zu manchen Kriegen, zu Völkermord, zu Vertreibung und Hunger? Das ist schlimm für die, die es erfahren. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist ja meist sehr weit weg von uns. Was uns mehr bewegt, zumindest bei mir ist es so, wenn ich ehrlich bin, das sind eben die persönlichen Nöte. Warum jetzt gerade diese Krankheit? Warum diese Einsamkeit? Warum sind Zweifel und Angst da? Wäre unser Glaube, unser Reden von Gott nicht viel überzeugender, wenn wir Gott vorzeigen könnten. Schau, da ist er. Siehe, da greift er ein. Aber Gott bleibt oft im Verborgenen. So wie es der Apostel Paulus einmal an Timotheus im ersten Brief schreibt, Gott wohnt in einem Licht, das keiner durchdringen kann. Oder an die Korinther, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Auf dieses dann aber von Angesicht zu Angesicht warten wir aber noch. Noch sehen wir Gott nicht so wie er ist, in seiner ganzen Klarheit,
in seiner Deutlichkeit. Und diese Situation, dass Menschen nicht wissen, wie ist Gott eigentlich? Warum handelt er so, wie er handelt? Das wird im heutigen Gotteswort durchlitten. Es ist ein Psalm der Klage. Da spricht angefochtener Glaube. Ach, dass du doch den Himmel zerrissest. Und bist du nicht vor Zeiten unser Gott gewesen, aber warum lässt du uns jetzt allein? Wir verstehen dich nicht, warum du uns leiden lässt. Das ist Anfechtung. Aber Anfechtung und Glaube gehören zusammen. Denn Anfechtungen, das ist immer noch ein Beweis oder sage ich mal Hinweis, dass noch Glaube vorhanden ist, Abwehrkräfte gegen das Böse. Die Anfechtung ist so wie das Fieber bei einem Kranken. Wenn jemand noch Fieber hat, lebt er, dann ringt er. Tote haben kein Fieber mehr. Ja? Die sind nur noch kalt. Aber wo Fieber da ist, die Hitze, da ist noch Leben da. Am zweiten Advent denken wir daran, dass trotz allen Fiebers, trotz aller Anfechtungen Gott kommen wird. Wir denken daran, dass eine Zeit kommen wird, wo der Glaube wahrhaftig zum Schauen werden darf. Darauf warten wir, darauf hoffen wir. Aber dieses Warten, das will gelernt sein. Und dazu will das heutige Gotteswort aus dem Propheten Jesaja uns einige Hilfen geben. Die erste Hilfe ist, Gott lässt mit sich reden. Gott lässt mit sich reden. Über das Volk Gottes, über Israel, die Gemeinde des alten Bundes, wird eine Katastrophe hereinbrechen. Der Prophet sieht dies mit aller Klarheit kommen. Er beschreibt die Situation, obwohl auch schon Hoffnung mitschwingt. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Die Erfahrung wird hart sein. Die Stadt Jerusalem wird dem Erdboden gleichgemacht. Das Volk wird in die Verbannung nach Babel geführt. Und dies vor Augen, diese Katastrophe im Blick, fühlt sich das Volk, fühlt sich der Prophet von Gott abgeschnitten. Gott ist dunkel geworden. Im Grunde ist diese Erfahrung, dass Gott fern ist, dass Gott verborgen ist, ja nicht nur eine Erfahrung bei großen Schicksalsschlägen, obwohl sie dann deutlich wird. Im Grunde ist diese Gottesferne, diese Verborgenheit die Ausgangssituation bei jedem Menschen. Denn das Normale ist, dass der Mensch zunächst ohne Ehrfurcht vor Gott, ohne Vertrauen zu ihm lebt. Und ohne Achtung gegenüber Gott, ohne Vertrauen, kann der Mensch Gott nicht erkennen. Sünde macht sich zunächst gar nicht so im moralischen Fehlverhalten greifbar, sondern Sünde ist das Leben so, als wenn es Gott nicht gäbe, und das muss gar nicht dramatisch oder boshaft aussehen, sondern Gott spielt einfach gar keine Rolle. Wir denken gar nicht an ihn, im Guten wie im Bösen. Es ist dann auch wieder so, dass wir das erst bemerken, wenn eben die Unglückszeiten über uns hereinbrechen. Ja? Wenn alles gut geht, macht man sich keine Gedanken. Erst wenn die Krise kommt,
Und nicht umsonst sagt ja auch das Sprichwort, Not lehrt beten. Ja, Not lehrt beten. Ob man dann wirklich beten lernt, ist noch die andere Frage. Aber dann kommen diese Fragen. Warum lässt Gott das zu? Warum werde ich in diese Not hineingestellt? Was hier das Besondere ist, dass hier von Menschen gesprochen wird im Gotteswort, die schon eine intensive Geschichte mit Gott hinter sich haben. Nicht jeder Mensch hat eine intensive Geschichte mit Gott hinter sich, aber das Volk Israel, es hat Wunderbares mit Gott erlebt. Ja? Die Befreiung aus Ägypten, die Rettung in der Wüste. Ja? Oder denken wir, wie das Königreich entstanden ist mit Saul und David gegen alle Feinde. Ja? Aber nun erleben sie, dass sie einfach preisgegeben werden. Und noch nicht einmal der Tempel, das Heiligtum. Man muss wissen, der Tempel hatte früher für Israel eine ganz zentrale Bedeutung, weil nur dort Vergebung der Sünde erfolgen konnte. Ja? Das war der einzige Ort, wo man Vergebung erfahren konnte. Und das wird kaputt gemacht. Gott lässt das zu. Ja? Stell dir mal vor, du könntest keinen Zuspruch von Vergebung mehr erfahren. Ja? Keinen gewissen Zuspruch der Vergebung. Das ist schrecklich. Wir sind geworden wie solche, über die dein Name nie genannt wurde. Ja? Schrecklich. Hat Gott sein Volk verlassen? Hat sich Gott völlig abgewendet? Das Überraschende ist hier, dass das Volk Israel oder Jesaja nun Gott nicht einfach preisgeben. Mit einem solchen Gott sind wir fertig, mit einem solchen Gott, der sich abwendet. Sondern dieser bohrende Schmerz, dass Gott anscheinend fern ist, dass er sich abwendet, das wird zu einem Trutz oder Trotzglauben. Auch das kennen wir immer wieder im Alten Testament, gerade in den Psalmen. Dennoch bleibe ich stets an dir, auch wenn mir Leib und Seele verschmachten, dennoch bleibe ich stets an dir. Das haben die Menschen des alten Bundes durchaus begriffen. Selbst wenn er sich abwendet, selbst wenn er fern wird, Heilung und Hilfe kann nur wieder von ihm kommen. Ich könnte das auch sehr schön deutlich machen am Beispiel des Hiobs. Ja, die Frau sagt immer, schwör doch ab, lass ihn. Aber Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist Glaube. Glaube, der in der Anfechtung durchhält. Glaube, der vielleicht nichts mehr hat. Ja? Aber wenn ich nichts mehr habe, dann kann ich nur noch Gott gewinnen. Und aus dieser Not, dieser tiefsten Anfechtung, da kann uns auch kein anderer Mensch befreien. Ja? Das wird hier auch gesagt. Was sind unsere Glaubensväter? Abraham weiß von uns nichts. Israel kennt uns nicht. Es ist so, es gibt Zeiten, da können andere zunächst für uns durchaus stellvertretend glauben. Auch das kennen wir in der Heiligen Schrift. Jene, die den Lahmen zu Jesus bringen, das Dach durchbrechen. Ja? Euer Glaube hat geholfen, um der Glauben dieser Freunde willen erfolgt Sündenvergebung. Aber das geht nicht auf Dauer. Ja? Andere Menschen oder Glaubensväter oder Glaubensmütter können auch Vorbild sein. Ja? Wie Abraham. Ja? Also, ich weiß nicht, ob hier jetzt ein 90-Jähriger sitzt, ja, aber wenn ich jetzt einem älteren Ehepaar sagen würde, ihr bekommt noch im nächsten halben Jahr oder Dreivierteljahr, empfangt ihr ein Kind, ne? Das würde ja ein müdes Lächeln
auslösen. Aber Abraham hat das geglaubt. Und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Ja? Oder Jakob, der mit Gott ringt, der darüber verletzt wird. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Ja, im Ringen mit Gott und auch in der Klage, in der Anklage, da öffnen sich neue Möglichkeiten. Und das war auch schon im alten Bund so. Aber es ist noch nicht der Durchbruch. Und das wussten die Alten. Gott selbst muss kommen. Gott selbst muss kommen und eingreifen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass Gott selbst in unsere Wirklichkeit hineintritt und das Grundproblem löst. Und damit sind wir beim zweiten. Gott kommt wirklich. Voller Leidenschaft rief schon das alte Israel: So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen und herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer? Wo ist doch deine Macht? Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest hinab. Gott soll den Himmel zerreißen, herabfahren. Advent bedeutet Ankunft. Der Himmel öffnet sich. Nicht der sichtbare Himmel über uns, sondern vielmehr die Welt Gottes. Der räumliche Himmel ist in der Heiligen Schrift Gleichnis für diese ganz andere Wirklichkeit Gottes. Und mit Leidenschaft ruft schon Israel, dass Gott aus seiner Verborgenheit heraustritt. Er soll erscheinen und dann soll er seine Macht demonstrieren, ja? Gewaltig soll er kommen, Berge sollen beben, ein Brand soll entzündet werden, eine Bewegung soll die ganze Welt erschüttern. Gott müsste doch mal so richtig eingreifen und reinschlagen. So denkt auch mancher heute. Ja? Dann könnte man glauben. Und Gott könnte das. Gott könnte genauso kommen. Ja? Aber wer so ruft, denkt meist immer nur an die anderen, die einen auf die Mütze bekommen sollen und vergisst sich selbst. Aber wenn Gott so käme, dass er den Himmel zerreißt, dann könnte niemand vor ihm bestehen. Gott in seiner Heiligkeit und Macht, in seinem großen Licht, der wäre unerträglich für uns. Darum kommt Gott ganz anders. Zu Beginn unseres Abschnittes fragt Israel durch den Propheten: Wo ist nun dein Eifer und wo ist deine Macht? Wir hören das einfach so im Deutschen. Für das Wort Macht steht aber im Hebräischen das Wort Gebor. Sagt euch auch noch nichts. Aber wenn man den Propheten Jesaja kennt, weiß man, das ist ein ganz entscheidendes Wort. Einmal taucht es auf im 9. Kapitel, und das kennt ihr, ist eine der messianischen Weissagungen, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, starker Gott, El Gebor, ewig Vater, Friedefürst. Für den, der es sich merken kann, in Kapitel 10, Vers 21 wird Gott mit dem Namen Yahweh, der El Gebor, genannt. Also bei Jesaja ist das kommende Kind, der Messias, und auch Yahweh, El Gebor. Und Jesaja macht hier schon deutlich, Gott kommt zu uns, er wird kommen. Als Menschenkind, ohne Macht, ohne Glanz, in Jesus von Nazareth, ganz unaufdringlich, unauffällig und lautlos tritt Gott aus dem Dunkel hervor. Die Berge
beben nicht. Außer am Karfreitag und in der Todesstunde Jesu. So berichtet es Matthäus. Da hat die Erde gebebt. Die Erde gerät nicht in Brand. Nur zu Pfingsten werden Menschen mit Feuer, mit dem Heiligen Geist getauft. Christus geht vielmehr den Kreuzweg. Aber dadurch öffnet sich der Himmel. Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Übrigen trennt, zerreißt. Das ist dein Zeichen. Das ist dein Zeichen, dass der Zugang zu Gott nun frei und offen ist. Frei und offen für den, der sich Jesus Christus anvertraut, der auf ihn baut. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, der erwartet von der Zukunft nichts und niemand anderen als diesen Jesus allein. Denn Jesus wird noch in ganz anderer Weise den Himmel aufreißen, die Decke von unseren Augen nehmen, und dann können wir endgültig sehen, was bisher für uns verborgen ist. Und damit kommen wir zum dritten und letzten. Gott will in und bei uns wohnen. Gott will in und bei uns wohnen, und damit berühren wir einen wunden Punkt. Es geht um die Schuldfrage. Kurz vor unserem Abschnitt betete der Prophet: Sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward Gott ihr Feind und stritt wider sie. Ja, das ist die Not, wie ich sie schon benannt habe. Die Menschen wenden sich von Gott ab und sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber tragen wir dafür die Verantwortung? Ist nicht der Glaube ein Geschenk Gottes? So haben wir es ja auch gelernt. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Da sagt man, das ist so typisch lutherisch. Der Apostel Paulus sagt es so ähnlich, aber auch das Alte Testament weiß das. Die Menschen des Alten Bundes wussten, Glaube ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Darum fragen sie hier, warum lässt du uns herabirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre dich um, wende dich wieder zu uns. Ist es letztendlich Gottes Verantwortung, Gottes Schuld, wenn Menschen nicht glauben? Ich muss ehrlich sagen, ich kann das in der Tiefe nicht beantworten. Da bleibt immer ein Geheimnis. Glaube ist und bleibt Gottes Geschenk. Und trotzdem tragen wir unsere Verantwortung, wenn wir nicht glauben, wenn wir uns von ihm abwenden. Aber selbst wenn Gott sich anscheinend zurückzieht, wenn Gott verstockt, wie es hier heißt, geht es nicht darum, uns endgültig in die Ecke der Verlorenheit zu schieben, sondern manchmal können wir erst das, was heilsam und wichtig ist, wieder erfassen, wenn wir es verloren haben. Erst wenn wir nichts mehr in den Händen haben, begreifen wir, was für ein Schatz zuvor da war. So kann es sein, dass Gott uns dahin gibt, wie es immer wieder heißt in der Heiligen Schrift, hingibt an unsere selbstgewählten Irrwege. Aber auch dahinter steht seine Liebe, um uns am Ende heimzusuchen, damit wir wieder zu ihm kommen.
Auch das wird hier in diesem Wort deutlich. Gott will unser Vater sein. Vater, du bist unser Vater. Gott will persönlich, liebevoll mit uns verbunden sein. Das ist von Urzeiten sein Ziel. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Um dies möglich zu machen, wird Gott in seinem Sohn Mensch. Und wenn wir uns diesem Sohn öffnen, dann öffnet sich der Himmel für uns persönlich. Gott hat sich uns zugewendet. Und darum können auch wir umkehren. Gottes Kommen, Gottes Advent zielt immer auf unsere Herzen. Er will uns gewinnen, ganz für sich. Und es hat mit Jesus angefangen. Das Entscheidende ist auch am Kreuz geschehen. Aber erst bei seinem zweiten, bei seinem letzten Advent wird all dies vollendet werden. Dafür sollen wir offen sein, darauf sollen wir warten. Dann wird er unser Ein und Alles sein.